Hallo vom WCPT-Kongress 2017 in Kapstadt. Ich bin jetzt hier in der Poster Area bei Tobias Braun. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HSG in Bochum und stellt hier sein Poster vor. Tobias, worum geht's denn in deinem Projekt? Es geht um die Mobilitätsmessung von älteren Menschen mit kognitiven Beschwerden oder mit Demenz und da ganz konkret um die Reliabilität, also die Reproduzierbarkeit von dem DeMort Mobility Index, was ein Messinstrument der Mobilität älterer Menschen ist. Und wie habt ihr das genau untersucht? Also wir waren in einem Akutkrankenhaus in Köln und haben dort ältere Patienten rekrutiert, die eine kognitive Einschränkung hatten. Die haben wir mit dem Mini-Mental State festgestellt. Also die Patienten, die da auffällig waren, die haben wir in die Studie eingeschlossen. Und die Patienten wurden dann morgens getestet und nachmittags nochmal. Und dann haben wir eben geguckt, wie die Reproduzierbarkeit ist. Genau, das haben wir gemacht, ja. Und, was ist rausgekommen? Ist es reproduzierbar? Ganz genau, ja, es ist reproduzierbar. Also es gab schon vorher relativ viele Studien, wo der DEMI bei älteren Patienten auf die Reliabilität untersucht wurde, aber nicht mit Patienten, die eben nur, nicht in einer Gruppe, die nur ein Demenz oder eine kognitive Einschränkung haben. Und das haben wir jetzt eben nochmal extra untersucht, weil diese Patientengruppe schon nochmal unterschiedlich ist, einfach in der Funktionalität, weil eben der kognitive Status auch eine Rolle auf das Handling und die Mobilität spielt. Und da haben wir eben gemerkt, dass die Reliabilität der ICC, der Intraklassenkorrelationskoeffizient, über 0,7 war, was so die Grenze ist, wo man sagt, dass es ausreichend ist für die klinische Behandlung. Genau. Und das haben wir untersucht. Und deshalb wäre jetzt die Schlussfolgerung, dass der DEMI zumindest, wenn man derselbe Therapeut oder dieselbe Therapeutin ihn am selben Tag mit einer Gruppe von stabilen Patienten testet, dass die Werte reproduzierbar sind. Was ist so die wichtigste Implikation für die Praxis? Kannst du da was sagen? Die wichtigste Implikation für die Praxis ist, dass wir nicht nur die Reliabilität, sondern auch die Minimal Detectable Change untersucht haben. Das ist letztendlich der Wert, der uns angibt, wie viel sich ein Patient verändern oder eine Patientin verändern muss, damit das Ganze nicht messfehlerbasiert ist, also dass wir eine wahre Veränderung haben. Und da ist es eben so, wenn wir das mit einer Sicherheit von 90% sagen wollen, jetzt muss ich kurz aufs Poster schielen, dass es dann mindestens 6 Punkte sein müssen, wo ich dann relativ sicher davon ausgehen kann, dass der Patient sich auch wirklich verändert hat oder es kein Messfehler ist. Das ist, denke ich, eine der wichtigsten Implikationen hier. Und dann ist natürlich noch so, dass wir in der Studie nicht nur die Reliabilität untersucht haben, sondern auch andere Gütekriterien, also die Validität und die minimal klinische Veränderung und dass diese Werte eben jetzt hier auf dem Poster nicht dargestellt sind, aber dass die natürlich für die, wenn es darum geht, um den DEMI klinisch zu nutzen mit Patienten, mit älteren Patienten, dass die natürlich auch eine Rolle spielen. Vielen herzlichen Dank, Tobias. Ja, spannendes Thema. Wir werden jetzt weiterschauen. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Tschüss.